Ja, hallihallo und moin Nordfriesland. Ich hoffe, dass ihr den Frühling jetzt genießt mit den tollen Farben draußen in der Natur. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Wir sind gestern nach Mecklenburg-Vorpommern reingefahren von Lübeck aus und da sind schon die riesigen Flächen mit dem Raps jetzt in strahlendem Gelb erstrahlt, wollte ich jetzt schon wieder sagen. Also ich könnte reinbeißen. Es ist toll. Und die Löwenzahnblumen, die mache ich auch so gerne leiden. Ja, jetzt haben wir heute schon den 1. Mai. Und die letzte Folge war ja über den Westerhever Sandleuchtturm. Und in der Folge 70 hatte ich ja auch schon mal über den Leuchtturm in Hörnum berichtet. Wie gesagt, einer in dieser Rubrik, die ich gefunden habe in den Unterlagen, steht noch aus. Machen wir aber nicht immer hintereinander weg, weil es muss ja ein bisschen Abwechslung rein. Ich könnte natürlich heute irgendwas mit, der Mai ist gekommen und schöne Fotos und so. Ich weiß gar nicht, ob wir das im letzten Jahr gemacht haben. Kann sein, muss ich nochmal nachgucken. Aber ich habe jetzt etwas gefunden, wo ich denke, das soll doch mal ein bisschen Kultur wieder sein. Und zwar, das geht ganz Nordfriesland vielleicht an, aber ich denke auch, dass es viele Touristen interessieren wird, weil oftmals werde selbst ich gefragt, du bist doch von da oben weg, so sagt man ja bei uns, was könntest du denn empfehlen, was man sich da so im Urlaub mal angucken kann? Und da wir ja auch große Männer und Künstler von Nolde über Storm, über Mommsen, Plutarnissen, Karl Ludwig Jessen, was weiß ich alles haben, fiel mir jetzt ein Büchlein in die Hände. Und das ist jetzt speziell vom Nissenhaus. Das ist das Nordfriesische Museum in Husum. Und alle, die sich mit Nordfriesland verbunden fühlen oder die dort oben Urlaub machen in der Region, selbst oben von der dänischen Grenze kann man bis nach Husum fahren. Das sind ja nur 45 Kilometer. Die können dann mal Einkehr halten im Nissenhaus und vieles über Nordfriesland erfahren. Da wird vom Deichbau berichtet, von irgendwelchen Ausgrabungen, von Rungholt und so weiter und so fort. Und mich hat so ein bisschen jetzt diese Biografie von dem Ludwig Nissen beeindruckt, wie es hier vorne in dem Büchlein abgedruckt ist. Und das Büchlein können wir mal einblenden und auch was hinten im Impressum steht, unter anderem dann, dass das Umschlagbild ein Foto von Hoffmann ist und dass der Druck im Typodruck Günther Erichsenweg 23 in Husum erfolgte. Und das ganze Heft blende ich auch nochmal ein, wie es aussieht und auch wie die erste Seite hier drin aussieht, wo Ludwig Nissen abgebildet ist, der am 2. Dezember 1855 in Husum geboren ist und gestorben am 26. Oktober 1924 in New York. Ja, und was hat es mit diesem Nissenhaus auf sich? Das ist nämlich testamentarisch verfügt, dass dieses Nissenhaus praktisch von Ludwig Nissen ein Vermächtnis ist an die Stadt Husum. Und das wollte ich jetzt mal vorlesen, weil so eine Biografie ist ja immer unglaublich spannend. Für mich jedenfalls. Ich hoffe, für euch auch. Also, Ludwig Nissen und sein Vermächtnis für Husum. Ludwig Nissen wurde am 2. Dezember 1855 als sechstes Kind von 10 Kindern des Rebschlägers, also Seilmeisters, Friedrich Nissen auf der Neustadt zu Husum geboren. Nach dem Besuch der Volksschule kam Ludwig in die Lehre zu einem Rechtsanwalt und war danach als Schreiber beim Amtmann, nämlich damals Theodor Storm, auf dem Schloss vor Husum beschäftigt.
Wie so vielen heranwachsenden Nordfriesen schien auch dem 17-Jährigen die Heimat zu eng. Und so trieb ihn die Sehnsucht im Herbst 1872 über den Ozean in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Es blieb dem jungen Nissen nicht erspart, alle Nöte eines mittellosen Auswanderers durchzumachen, völlig auf sich selbst gestellt und ohne Kontakt mit Verwandten oder Bekannten, begann er seine Laufbahn in der neuen Welt zunächst als Stiefelputzer und Geschirrwäscher. Später arbeitete er als Kellner, avancierte zum Kassierer und war schließlich kaufmännischer Angestellter in New York. Schon mit 21 Jahren war er selbstständiger Geschäftsmann. Zusammen mit einem Diamantenschleifer aus Hamburg gründete er ein Edelsteingeschäft unter der Firma Schilling und Nissen. Als späterer Hauptinhaber der Firma Nissen und Co. führte er ein immer bekannter werdendes Juweliergeschäft in der Fifth Avenue in dem Stadtteil Brooklyn von New York und besaß eigene Goldminen in Kanada. Der Selfmade-Man Ludwig Nissen war in der Folgezeit bis zu seinem Tode einer der bedeutendsten Diamantenhändler und Kenner seltener Perlen, vor allem aber ein bekannter und angesehener Bürger der Vereinigten Staaten. Er bekleidete Ehrenämter an führenden Stellen der amerikanischen Wirtschaft, war Begründer und erster Präsident der Handelskammer von New York und wurde für die Pariser Weltausstellung im Jahre 1900 zum Repräsentanten des Staates New York. Ludwig Nissen war verheiratet mit der Deutsch-Amerikanerin Catherine Quick Nissen. Die Ehe blieb kinderlos. In den Jahren des persönlichen Aufstiegs vergaß er nicht seine Heimat und sein Vaterland. Während des Ersten Weltkrieges setzte er sich mit Wort und Tat für Deutschland ein und war besonders um die Wahrung der amerikanischen Neutralität unter Fühlungnahme mit den höchsten Stellen der Staaten, in Klammern persönliche Gespräche mit dem damaligen Präsidenten Wilson, bemüht. Amerikas Eintritt in den Krieg 1916 bedrückte Ludwig Nissen schwer. Seine Frau und er stellten aus ihrem großen Vermögen ansehnliche Beträge für Kriegswaisen auf beiden Seiten der deutschen und auch österreichischen, sowohl als auch der amerikanischen Seite zur Verfügung. Besondere Pläne veranlassten Ludwig Nissen, seiner Vaterstadt Husum im Jahre 1921 einen längeren Besuch zu machen. Vor einer Versammlung geladener Gäste im Schützenhof sprach er über seine Absicht, Husum und seiner nordfriesischen Heimat ein Haus zu Zwecken der Volksbildung zu schenken. Das Haus sollte, wie es auch in seinem Testament zu lesen ist, Folgendes enthalten: eine Bibliothek, eine Kunstgalerie, ferner Ausstellungsräume, in denen seine eigene Kunstsammlung und vor allen Dingen die Eigenart seiner nordfriesischen Heimat in kultureller und landschaftlicher Hinsicht veranschaulicht werden sollte. Auf mehreren Weltreisen hatte Ludwig Nissen die schönsten Landschaften der Erde kennengelernt. Aber seine Vaterstadt und die herben Schönheiten Nordfrieslands, seine Heimat, blieben immer im Vordergrund seines Gedächtnisses. Die Husumer Geest mit ihren Bauernwäldern und ihrer damals noch weiten, von Theodor Storm besungenen Heide, die grüne Marsch mit ihren Höfen und Grachten, die Deiche, das Wattenmeer mit den der Küste vorgelagerten Inseln und Halligen, das Meer mit Flut und Ebbe, mit seiner aufbauenden und zerstörenden Kraft, alles das mag ihn bewegt haben, wenn ihm die museale Darstellung des Werdens und Vergehens seiner nordfriesischen Heimat als Hauptthema für sein Haus in Husum vorschwebte.
Ferner sollten die heimatliche bildende Kunst, Musik und Wissenschaft eine Pflegestätte in seinem Haus finden und durch Ausstellungen, Vorträge, Kunstdarbietungen und wissenschaftliche Untersuchungen wirksam werden. Noch zu seinen Lebzeiten kaufte Ludwig Nissen das große Grundstück entlang der Husumer Au an der Lämmerfenne, das später das Museumsgebäude aufnehmen sollte. Noch kurz vor seinem Tode wurde ein Wettbewerb für das zu erbauende Haus ausgeschrieben und die Entwürfe wurden dem Stifter in Amerika vorgelegt. Unter den zahlreichen Bewerbern wurde der erste Preis dem Eiderstedter Architekten Georg Riewe zuerkannt. Ludwig Nissen berief noch selbst das Kuratorium der zukünftigen Stiftung und übergab den Vorsitz seinem Freund und Berater, dem damaligen Landrat von Husum, Dr. Jur Heinrich Klaasen, wie Ludwig Nissen ein Husumer Kind. Leider war es dem hochherzigen Stifter nicht vergönnt, die Verwirklichung seiner Pläne zu erleben. Ludwig Nissen starb am 26. Oktober 1924 an einer Lungenentzündung, die er sich bei einer Fahrt in seinem offenen Wagen von New York nach Lakehurst zugezogen hatte. Als begeisterter Deutscher hatte er der Landung des deutschen Luftschiffes ZR-3 beigewohnt, als es erstmalig den Ozean überquert hatte. Ludwig Nissens Haus aber war bestellt. Sein Testament lag vor. 4 Jahre später starb auch seine Frau. Die Urne des Stifterpaares fand bestimmungsgemäß in der Rotunde des Nissenhauses ihren Platz. Und über das Nissenhaus möchte ich nur ganz kurz auch nochmal sagen, dass also am 2. November 1933 erfolgte die Grundsteinlegung und im Mai 1937 öffnete das Nissenhaus zum ersten Male seine Pforten. Es ist ein monumentaler Bau, der sich mächtig aus der Ebene des Autales erhebt. Ein Klinkerbau von imponierendem Maß. Bevor der Besucher die große Freitreppe zum Gebäude hinaufschreitet, wird er von der Pracht des Portals und von der eigenwillig gestalteten Schmuckkeramik gefangen genommen. Ich will mal gucken, ob ich da habe ich vielleicht auch ein Bild. Vom Eingang her grüßen ihn das friesische Wappen und der alte Friesenschwur Leva dyd as slof. Die Schwurhand mahnt eindringlich an die Geschichte des friesischen Stammes. Und die 7 Sterne an der Helmzier erinnern an den Freiheitskampf unserer Väter, an den Bund der 7 Utlandshaden, die vor 500 Jahren im Kampf gegen den Dänenkönig zu den Schauburgern übergingen und damit zum ersten Mal ihr Deutschtum bekundeten. Die durch 3 hohe Fenster des Vortragssaales gegliederte Fassade wird gekrönt durch 3 schlichte Bogen des Giebels. Das ist das Umschlagbild, das zeigen wir noch. Ja, weiter will ich mich jetzt nicht darin vertiefen. Ich kann nur noch mal den Sinnspruch von Ludwig Nissen sagen. Das ist der Satz des deutschen Dichters Wildenbuch. Nie entschläft wer einmal wach gelebt. Ja, ihr Lieben, das war ein bisschen was Kulturelles. Und es gibt ja viele, viele Leute, die geschichtsaffin sind oder überhaupt ein Faible haben, auch für Museen und so weiter. Ich bin da so ein bisschen Kulturbanause. Aber solche Sachen interessieren mich natürlich auch besonders, weil da ist ja die Geschichte leibhaftig zu sehen und erklärt, was es mit Nordfriesland und mit allem zu tun hat. Und deswegen, liebe Touristen, solltet ihr diesen Bericht hören. Sei euch gesagt, ein Besuch in Husum im Nissenhaus ist immer eine Reise wert. Und da gibt es nämlich nicht nur das Schloss oder die Krokusblüte oder den Hafen oder das Theodor-Storm-Haus und, nein, es gibt auch das Nissenhaus.
Und somit verbleiben wir bis zum nächsten Sonntag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage einfach mal Moin, Nordfriesland und Tschüss, eure Kirsten.